Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Planet Coaster. Ich habe mir Gedanken gemacht, was die Farben unseres wunderschönen, kleinen, süßen, schnuckeligen Holzhütchens hier angeht. Und zwar habe ich mir gedacht, die Farben von den Autos gefallen mir doch echt gut, dass ich die hier mehr einbauen möchte. Deswegen gucken wir mal, wie wir das umgesetzt bekommen, wo wir das alles angepasst bekommen. Und es leckt direkt zum Start hier wieder fröhlich vor sich hin. Ist das das Blau? Nee, das ist Grün. Bist du das Blau? Du bist das Blau. Das ist doch schön. Und diese Rillen könnte man... ja, so hell machen wie die Räder. Das wäre doch schon mal was. So, jetzt müssen wir das natürlich auch hier bei dem Schild ein bisschen anpassen. Und zwar das Blau. Und was genau ist da? Achso, es wäre da der Rand. Nee, der kann ruhig dann so hellblau bleiben. Bei dem Schild machen wir auch einmal bitte so dunkel. Das andere kann ruhig so hellblau sein. Das sieht gut aus. So, jetzt ist die Sache. Machen wir das bei dem Zäunchen auch? Sähe das gut aus? Klar, das Holz bleibt, aber das andere jetzt auch in diesem... oh, das sähe schon nicht schlecht aus, ne? Das Blau mit dem Braun zusammen finde ich gut. Da müssten wir das jetzt mal eben hier rundherum anpassen, aber das geht ja ratzifatzi. Zack, zack, alles markieren, das in Blau und dann haben wir das Ganze doch schon. Das Dach würde ich tatsächlich so lassen. Das finde ich gut. Also, das Dach. Das kann farblich von mir aus so bleiben. Ja, wir müssten hier natürlich noch ein Schild machen, nur Outgang. Das wäre ganz praktisch. Und dann müssen wir uns mal gucken, dass wir hier drinnen das Ganze, ja, gestaltet bekommen. Das wird natürlich knifflig. Und ich war hier eigentlich schon richtig. Ich wollte nämlich dieses Schild. Das wird natürlich jetzt, das wird jetzt ein Problem. Da geht's schon los. Da geht's schon los mit dem Problem. Ich bin begeistert. Wenn wir das hier... ja, das... nee, ist in Ordnung. Es passt schon so. Wirklich. So sieht aber blöd aus, ne? Dann müssten wir da doch eher eins hinmachen, was halt hier so hängt. So. Ja, ist doch gut. Und dann schreiben wir da nämlich Ausgang. Ausgang. Lup. Vielleicht ein bisschen schöner. Wobei das hier alles irgendwie nie schön ist. Ja, nehmen wir das mal. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Und die Schrift, können wir die in so richtig schön hell machen? Oh, so sieht man's. Und das dann in dem Blau. Oh, das leuchtet nicht ganz so wie der Rest, aber das ist okay. Ich meine, man sieht, wenn man hier lang geht, oh, das ist der Ausgang. Oh, nee, das ist ja blöd. Wo ist der Eingang? Da muss man erstmal suchen gehen. Das ist doch perfekt. Gut. Boden. Wenn wir jetzt schon mal in dieser Kamerasicht sind. Das sieht auch noch nicht so hübsch aus von innen. Da müssen wir vielleicht noch eine Zwischendecke einziehen. Wobei das eigentlich cooler wäre, wenn da keine Zwischendecke drin sitzt. Aber... ja, vielleicht kann man die Ecke nutzen. Vielleicht kann man diese komischen Ecken nutzen. Wenn man da was vorbaut... oh, jetzt geht das wieder los, ne? Jetzt geht das wieder los. Ich versuche, Sachen zu kaschieren. Der erste Gedanke wäre jetzt tatsächlich...
Ah, die konnten wir nicht einfärben, ne? Ne, dann vielleicht doch diese Holzwand. Die könnte man nämlich einfärben. Flup, 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 flup. Oh, wenn du nicht zu groß sogar bist. Wollte ich jetzt so da hinsetzen. Aha. So ganz passend tut das nicht, ne? Entweder guckst, nee, du guckst an beiden Seiten raus. Da müsstest du tiefer sein und dann finde ich dich aber wieder blöd. Dann bist du blöd. Dann vielleicht doch einfach nur Brett. Wenn wir das auch in diesem dunkelbraun machen, wäre das hier. Und du bist noch nicht richtig gedreht. Das ist ja super. Da war wieder die Optik, die einem einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. So. Jetzt gucken wir, ob man das sieht. Ja, perfekt. Dann wissen wir ja, was zu tun ist. Vor allem, ich wollte den Boden machen, ne? Mach jetzt schon wieder hier, keine Ahnung was. An der Decke rum. Einmal daneben einen Balken. Jetzt nehmen wir die beiden. Ah, ein Balken noch. Ne, den brauchen wir. Für die Abwechslung, ne? So. Ups. Dann machen wir das hier nämlich auch. Und das kann man vielleicht nutzen, um da. Oh, wartet. Um da was drunter zu hängen oder so. Ich weiß noch nicht was. Aber irgendwas mit Sicherheit. Lasst uns überlegen. Eine Deckenlampe. Eine Deckenlampe wäre doch super. Dann wäre das von hier drin nämlich auch beleuchtet. Und man könnte auch hier noch so einen so Balken durchziehen von links nach rechts, von da nach da. Dann würde das vielleicht nochmal mehr so diesen Look hier bekommen. Oh. Noch einmal auf die andere Seite. Ich glaube, dann sieht das ein bisschen plausibler aus, warum das hier so ist, wie es ist, ne? Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob man das oben durch sieht. Toll. Du musst du mindestens nach da. Und ich befürchte, ich muss die anderen gleich auch einmal verschieben. Ja. Hallo, lass mich wieder reinspielen. Danke. Ihr müsst auch noch mal ein Stück wandern, sonst haben wir draußen ein kleines Problem. Was ist das jetzt? Nee, immer noch nicht. Okay. Dann hätten wir das nämlich auch noch mal so als Möglichkeit, da irgendwie was dran zu hängen. Wir können auch hier noch mal so, ups, ja, speichern. So Zwischenbalken noch machen. Flup, flup. So. Das ist doch mega. Und jetzt bin ich sogar noch so weit, dass ich mir denke, was ist, wenn wir jetzt noch
so machen. Ist das zu übertrieben? Vor allem, weil der Winkel wieder nicht passt, ne? Es sieht zumindest aus, als würde das Dach gestützt werden. Das ist, finde ich, gerade die Hauptsache. Oh, guck mal, ich habe das hier überhaupt nicht mittig gemacht. Das war ja auch professionell von mir. Da müssen wir das gleich noch eben ändern. Aber ich bin ganz ehrlich, ich finde das gerade optisch ein Highlight hier drin. Wenn man hier diese Balken noch hat. So. Einmal so. Einmal rüber. Ja, kannst du ein Stück. Und wieder so. Und dran gepappt. Doch, das sieht gut aus. Dann sieht das wenigstens irgendwie gewollt aus. Sieht man von außen irgendwas von diesen Konstruktionen? Ich glaube nicht. Sehr gut. Hätten wir das, dann haben wir hier eine schöne kleine Deckenkonstruktion gebaut, die dann letztendlich auch irgendwo Sinn macht. Da können wir nämlich jetzt wunderbar irgendwelche Beleuchtung dranhängen oder... Was ich jetzt gerade spontan gedacht habe, wo ist es? Sowas hier. Das ist nur die Frage, ne? Wie macht man das farblich? So, und die Rillen, die sieht man überhaupt nicht, ne? Schwarz sieht man sie dann vielleicht? Ne, auch nicht. Dann ist ja egal. Zack. Das sieht dann wenigstens irgendwie so lustig aus. So. Fröhlich. Aber die könnte man dann auch hier so drunter hängen. Warum man das auch sollte, aber es ist nochmal so ein Deko-Element, ne? Hallo, ich habe doch geklickt. So. Nicht lustig. Hat was. Nee, so ein Kappes lassen wir. Ich wollte Beleuchtung anbringen. Jetzt bin ich fast geneigt, doch eher zu sagen, ich mache Wandbeleuchtung. Nur was ist hier die Frage? Ich hänge hier gerade an denen und denke mir... Okay, aber nicht so blinky-blinky. So, die Wand hoch. Guck mal, du bist länger, ne? Ja. Also jetzt nicht so bunt, definitiv. Sondern alle in so einem gelblichen Licht. Oder passt das hier nicht rein? Irgendwie sieht es komisch aus, ne? Irgendwie sieht es komisch aus. Hier so in den Balken setzen. Dann vielleicht farblich halt angepasst.
man eventuell auch. Könnte es richtig in den Balken anpassen, ne? Warte, wir gucken uns das mal im Dunkeln an. Ich meine, wir können natürlich mit diesen Bodenfluter-Deckendingern das auch noch anpassen. Das ist doch gar nicht schlecht, wenn man das jetzt hier überall reinsetzt. In den Balken als Spot. Ich meine, er hier kriegt wahrscheinlich eh noch ein bisschen was umbaut. Was wäre mal was anderes als sonst immer? Jetzt muss ich das mal eben ordentlich ausrichten. Ich weiß noch nicht, ob das reichen wird. Wahrscheinlich nicht, ne? So. Wir haben auch immer noch keinen Boden. Doch, das ist eigentlich hell genug. Hier drin. Eigentlich hell genug. Man sieht, wo man einsteigt. Man sieht, wo man aussteigt. Das ist doch die Hauptsache. Was ich noch nicht so schön finde, ist, dass das jetzt hier nicht so beleuchtet ist. Müssen wir uns vielleicht noch was überlegen. Aber vielleicht muss man das auch im Dunkeln einfach gar nicht sehen. Wie oft ist man hier im Dunkeln drin? Und im Hellen sieht man das auf jeden Fall. Das ist doch gut. So, jetzt kümmern wir uns aber endlich mal um den Boden, mit dem ich die ganze Zeit schon anfangen wollte. Könnten wir einfach sowas hier nehmen und dann sagen, yay, wir sind glücklich damit? Wird wahrscheinlich höhentechnisch alles wieder blöd werden. Müssen wir da wahrscheinlich ein neues Gebäude rausmachen. Ja, müssen wir. Jetzt ist nur die Sache, was möchte ich haben? Möchte ich das haben? Holz finde ich, glaube ich, ein bisschen doof. Dieses Steinding, ja, auch nicht so. Ich will auch nicht einfach Beton. Das könnte auch cool sein, ne? Wenn man das wirklich, also nicht als Ziegel, also als Dachziegel sieht, sondern als Bodenfliesenziegel. Es könnte auch ein gefliester Boden sein, ne? Och, komm, Spiel. Ich will einfach nur dieses Ding hier wieder anklicken. Und vom Gebäude trennen, damit ich es bearbeiten kann. Nee, stopp, damit ich es erstmal runterschieben kann. Ja, das wird jetzt natürlich ein Traum. Dass wir das nicht... Wenn ich es jetzt rausschiebe, dass man die Gleise frei hat. Ich glaube, da muss ich hier was anderes nehmen. Dass wir das nur bis da setzen können. Dann sind wir mir hier, glaube ich, zu weit drüber. Das könnte man natürlich mit einarbeiten. Ich weiß nicht, gibt es das noch als... Rund? Nee. Das gibt es nur so. Das ist ja blöd. Wenn man jetzt dann sagt, man nimmt zum Beispiel den Boden, der ein bisschen niedriger ist, wie man gerade merkt, hätte man die Möglichkeit, das hier vorne irgendwie noch interessant abzuschließen. Oder wir müssen halt wirklich was anderes nehmen. Aber ich habe mich so gefreut, weil das eine schöne Textur eigentlich hatte. Wenn man sowas umdreht... Oh, aber dann... Dann könnte man auch theoretisch einfach nur glatten Beton nehmen, ne?
Und jetzt sagt man, nimmt das und versenkt es in den Boden. Ist man ja auch nicht gesegneter. Oh ja, wow. Also es wäre ja dann so. Müsste man halt auch zwei nebeneinander schieben. Aber wie gesagt, das ist halt... Dann können wir auch Klappenbeton einfach nehmen. Ich fand das schön, weil das einfach ein Muster auch hatte. Und dadurch ein bisschen interessanter. Ich meine, hier gibt es Rillen davon, aber wie viel wollen wir davon auf den Boden packen? Bin ich gerade ehrlich, finde ich das hier gar nicht so schlecht als Alternative. Weiß nicht, wie sieht. Also ich platziere es mal. Wir speichern schon wieder. Ist doch unglaublich. Und können dann mal gucken, wie andere Sachen aussehen würden. Aber das ist ja auch... Auch einfach nur... glatt und schön. Du auch. Nee. Ich glaube, da haben wir... Na, das hätte noch eine Textur, aber das sieht irgendwie uselig aus. Ich glaube, da haben wir schon das Beste hier erwischt, was wir hätten erwischen können. Ich glaube, dann bleiben wir bei dem, was wir da hatten. Oder ist das? Ich glaube, es macht keinen Unterschied, ne? Gut. Nehmen wir das. Können wir es jetzt so machen, dass es nicht glitscht, bitte? Dann musst du wieder weg. Einmal bis da. Ah, es ist schon in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung. Hey, diese Kamera. Habe ich alle? Ich habe alle. Holen wir euch jetzt noch hier rüber. Und wenn das wahrscheinlich nicht so den Riesenunterschied gerade macht. So. Ist doch gut. Sehr schön. Jetzt gucken wir noch, dass wir der Dame hier irgendwie... Ne, die bauen wir jetzt nicht komplett ein, aber dass wir das, dieses Hütchen ein klein wenig verschönert bekommen jetzt noch. Na, was habe ich denn jetzt gedrückt? Nein. Ich wollte das bitte bearbeiten. Irgendwas mit Holz. Können wir da ein Fenster, eine Tür, die Rückseite nehmen? Das ist immer ganz praktisch. So von der Optik her. Darf jetzt auch nicht zu groß sein. Da sollten wir vielleicht doch eher bei den Fenstern eben gucken. Hier du und da. Du bist aber auch schon wieder größer, als ich dachte. Warum richtest du dich nicht? Ah. Und du bist aus Stein. Ich wollte Holz. Oh, du bist aber auch zu klein. Aber das hier wäre so der Plan. Das so davor zu setzen. Außer wir drehen es nochmal so. Dann könnten wir da zwei von hinsetzen.
Und dann noch so gedreht. Ach komm, das passt doch perfekt. Sieht man, dass das Fenster sind? Eventuell ein bisschen. Aber es geht ja um diesen Hauptlook, ne? Das sieht doch gut aus. Das reicht doch. Das reicht doch, dass man sieht, okay, da Finger von lassen. Achso, das ist, ja, weil das irgendwie andersrum gedreht ist, ne? Egal. Gut. Damit würde ich sagen, ist die Hütte dann doch auch fertig und hier fliegt Müll rum. Das geht ja gar nicht. Da könnten wir dann ja mal direkt damit beginnen, dass man hier vorne ein bisschen dekoriert. Wir haben nämlich noch ein paar Minütchen, die will ich dafür nutzen. Was haben wir denn hier für Bänke genommen? Die, okay. So, dann kann man sich hier nämlich vorsetzen und auf die Kinder warten. Hier hinsetzen und auf die Kinder warten. Mülleimer brauchen wir bitte. Da steht einer. Weil die Bänke werden direkt benutzt, ne? So. Und dann könnten wir hier so ein bisschen diese kleine Lücke, die da entstanden ist, mit Pflanzen bepflanzen. So, ja, warte. Ja, dass das so riesig sein muss. Ich will da einfach nur so ganz dezentes Grünzeug. So ganz minimal. Das wird aber mit dem ganzen Gekröse hier nichts. Das würde gehen. Dann wird die Blumen auch grün. Grün färben. Was man denkt. Das ist einfach nur Grünzeug. Geht das mit den anderen vielleicht besser? Mit denen? Das ist besser. Einfach hier so ein bisschen überwucherter ist. Hier kann es dann ja voller werden. Darf hier auch gerne etwas drauf wachsen. Und dann kommt hier auf jeden Fall noch ein Zaun hin, der das voneinander trennt. Ne, der dann irgendwie hier lang geht, dass da keiner drauf geht. Da müssen wir uns noch einen schönen Zaun überlegen. Das könnten wir dann mal in der nächsten Folge machen. Ihr merkt schon, ne, ich drücke mich vor der Strecke, die zu gestalten. Ich werde das Haus erstmal fertig, aber jetzt baue ich erstmal hier rum. Nein, aber ne, das Stückchen, das gehört ja mit zur Strecke. Ne? Die Ausfahrt. Und dann gucken wir mal, dass wir irgendwann mal da die Häuser bauen. Ich bedanke mich dann aber an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü!